Morgen ist Männertag und darauf wird heute vorgesoffen. Geprost! Geprost! Ich mag Bäume. Wir laufen jetzt zu einer Vorversaufungsparty. Und guck mal hier. Guckt euch mal diesen Fuß hier vorne an. Ich habe jetzt dieses Mal so eine Schiene drin, weil mein Fuß ist immer noch kaputt. Und ich bin sehr gespannt drauf, wie der Verheilungsprozess nach hinten geschoben wird wegen meiner Fußbewegung. Prüfen, wie lange das dauert, bis der Verheilungsprozess dann abgeschlossen ist. Und guck mal hier vorne ist mein Kopf drauf. Das könnt ihr euch kaufen. Ich bin ein Michelin-Gesicht, wenn es Winter ist. Im Sommer bin ich so ein richtiger Halb-Kakaokopf mit Ziegenmilch gemischt. So ungefähr, genau. Geprost. So, ich versuche jetzt ein paar Bierpowers nachzuholen und mein Fuß ist immer noch kaputt. Das ist voll scheiße. Ich glaube, ich traue mich heute zum ersten Mal Bierpower zu machen. Deswegen mache ich das jetzt. Prüfen, ob ich falsch aufkomme bei der Ausführung. Ich grüße Thomas Schiel. Ich grüße Leon 15.3. Ich grüße Jenaya. Ich grüße Johanna Nummer 1 immer. Ich grüße Fabian aus M. Ich grüße Meize Lüfterson. Ich grüße Daniel Meyer. Dieser Fahrzeug nervt. Und dieser Fahrzeug nervt auch. Genau, ich grüße Daniel Meyer. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen gehen. Bierpower 1, Bierpower 2. Und ich grüße noch Joshua B. Alle weiteren noch offenen Bierpowers werden in eines der kommenden Videos nachgeholt. Genau, jetzt wird das Video fortgesetzt und der Motorrad nervt. So, wir sind hier angekommen. Ja. Hier in diesem Garten. In Bispingen. Und hier werden wir vorsaufen. Und wir werden gleich Tarp aufspannen. Und da haben wir ein Feuer gemacht. Da. An der Stelle. Das ist wie Tom Hanks. Das ist ein D3-Schepperungs-Legends. Mit meinem Kopf drauf. Möchtest du mit dir schlafen? Am Fluss. Genau so. Heute möchte er mit mir schlafen unterm Baum. Du hast morgen Geburtstag. Ja. Einen wunderschönen guten Abend an die YouTube-Community. Oder heißt es Community? Ich weiß es nicht ganz genau. Mir fällt nichts weiter ein, nein. Was soll man sagen? Wir werden heute genau hier in diesem Garten hier pennen. Schon wieder unter einem Kirschbaum. Ich werde jetzt den Tarp ausspannen mit Wanderstöcken. So, unser Vorversaufungsschlafplatz ist aufgebaut. Hier unter diesem Kirschbaum. Kirschbäume sind cool. Jetzt werden wir das hier mit dem Mund aufblasen. So viel dazu, dass ich gedacht habe, dass da eine Fußpumpe drin ist. Ist keine Fußpumpe drin. Guck mal, jetzt wird zum Vorbesäufnis Grillzeug gegrillt. Das hier und Grillfleisch. Das werden wir gleich fressen. Das wird richtig geil. Klugscheißer-Tipp am Rande von mir. Wenn ich jetzt einen Schaschlikspieß hätte, würde ich den durchstechen und würde es mit Spieß so im Ganzen auf den Grill legen. Dann können sie nirgendwo reinrollen, runterrollen, runterkullen oder sonstiges. Und dann kann man sie immer am Spieß einmal so drehen. Klugscheißer-Tipp. Es wird gewendet. Ich habe gewendet. So, Grillfleisch ist fertig. Das Grillfleisch sieht so aus. Mein Gehirn besteht aus einem Sandkorn.
Und ich möchte es sehr gerne zerteilen. Das Sandkorn? Ja, das Sandkorn, also mein Gehirn. Und das überall so weit verteilen, damit noch viel mehr Dummheiten auf der Welt verteilt werden. Das wäre voll cool. Das würde ich richtig geil feiern. Dann knirscht das Sandkorn in jeder Ritze. Genauso wie das Geräusch von diesem Baguette. Guck mal hier. Ich werde neues Bier trinken. Ich bin ein Gesichtsmensch. Damit wir ganz viel Bier trinken können. Gib Wurst. Meine Hose. Das sind die alten Männer, die sie alle fordern in den Kommentaren. Von mehr Vlogs mit alten Männern. Naturins Kommentare schwellen über mit mehr alte Männer. Das schwappt rum, genauso wie mein Hirn. Happy Birthday, lieber Jan! Happy Birthday to you! Alles Gute für deinen Geburtstag! Dankeschön! Schön, dass du da bist, Jan. So, wir pennen jetzt hier. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, heute ist Männertag. Es beginnt. Ich mach dir gleich einen Koffein. Ja, bitte. Ich bin noch ganz verschoben. Bitteschön. Oh, ein Säckchen zum Herdtag. Frühstück. Gib Prost. Und jetzt wird Koffein hergestellt. Und dann gebe Frühstück essen. Guckt euch mal diese ganzen Blubberblasen hier vorne an. Die sehen genauso aus wie die Beschädigung im Gehirn, was da sich so eitert. Diese Luftblasen. Kennt ihr das? Diese Eiterblasen, genau. Und das wird jetzt hier in diese 5-Minuten-Terrine reingemacht. Und im Restwasser Koffein. Bitteschön. Oh, danke schön. Essen start. So, der Koffein ist genauso fertig wie mein Kopf. Das ist Männertagskoffein. Das ist da etwas heiß, aber das ist Männertagskoffein. Das ist meine neue Outdoor-Zahnbürste. Die sieht cool aus. So lange! Wir sind beim Treffpunkt angekommen. Zum Sauftreffpunkt. Und wir gehen gleich los, nachdem wir gefrühstückt haben. Ja, genau das. Kleckern ist auch. Das Spiel, Alter, neben. Kleckern ist cool. Der Männertag beginnt. Jawohl. Guck mal hier, das ist alles nass. Ein Bier ist kaputt gegangen. Deswegen sind die ganzen Biere draußen. Das Bier ist cool, jetzt riecht endlich das alles nach Bier. Ja, jetzt haben wir den Standard so erreicht. Jetzt beginnt das erst recht. Es muss doch viel mehr Bier getrunken werden. Guck mal, wir packen das hier um. Ich nehme nur das hier mit und plus das, wo ganz viel Bier drin ist. Das ist überfüllt mit Bier, das ist gut. Weil das hier, das wird dann später mit dem Auto zum Zielort gebracht. Damit ich wegen meinem Fuß nicht so viel schleppen muss. Damit mein Fußheilung nicht noch stärker nach hinten gezogen wird. Das ist cool. So, die Sachen sind umgeladen. Und jetzt, es beginnt.
Jetzt Männertag, Start kommt und das Wetter ist voll cool. Leute, morgen muss unser Gehirn rumschwappen. Also mein Bier ist alle. Erstmal ein neues Bier rausholen. Geprost! Bist du schon wieder Blätter? Warum? Gebt auch mal welche ab hier. Auch alles allein zu essen. Blattpapiere sind voll cool. Das ist irgendwie total anstrengend mit meinem Fuß. Aber das hier, das gibt mir so ein bisschen Unterstützung, weil das runterzieht für den ganzen schweren Bier hier unten. Dann ist das leichter zu laufen, wenn ich das schiebe. Guck mal hier, wir machen gerade eine kurze Pause. Ja. Ich sitze hier rum auf diesem Weg, auf dem Fahrradweg. Das ist richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Prüfen, wie viele Fußbehinderungen nach der Tour steigern. Ja, es gibt auch Merch für Frauen. Sehr geil. Ich finde die Leggings am geilsten. Hier vorne ist mein Kopf abgebildet. Guck mal hier vorne ist dieses Haus, was Handstand macht. Guck mal hier vorne ist die Kartbahn. Das ist mein alter Arbeitsplatz von früher. War schon gut gewesen. Machen wir erstmal eine große Pause, mal gucken, was hier abgeht. Das sind Schafe. Das schmeckt nach Material. Dieser Schaf schmeckt nach Material. Nach künstlichen. Das ist voll das künstlichste Ding. Und kennt ihr diese Lutscher? Schreibt mir das in die Kommentare. Aber alles ganz und klein. Und ist so eine Tüte von ja. Okay. Um Gefurt. Alle kommen. No. War das Gefurt. Aus Handy. So, Männer! Genau so! Guck mal, hier vorne ist ein urinfarbiges Fahrrad. Sogar mit urinfarbigen Reifen dran. Und hier vorne ist ein regelfarbener Fahrrad. Der hat regelfarbene Reifen. Hallo! Hi! Geh weg! Los! Ja! Ach so, wir sind auf der Kämpfung reingegangen, ihr Idioten! Ich bin Alter! Natururin macht in der Natur Urin. Kommt doch mal eine ganze Generation zapft Benzin. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur meine Bier getrunken. Ich auch. Geprost. Guck mal hier, das hier, das ist dieser Brunausee. Und dieser Brunausee,
hat ganz viele weiße Pflanzen. Das sind voll cool Pflanzen, die kann man essen. Oh Scheiße! Ich wusste es! Hasi, du hast ihn an die Hand gepackt. Bitte. Ja. Der Vogel zieht weg. Der hat wirklich ein Zimmer, dass du dich entwickelt hast. Wir laufen jetzt zum Platz. Und das ist extrem anstrengend, mal Fuß hier rumzulaufen. Ich festhalte mich die ganze Zeit am Wagen. Und aber trotzdem ist es anstrengend, zu unserem Zielplatz hinzulaufen. Es muss stabil werden. Das ist voll scheiße, wenn das instabil ist. Das war kein Spaß. Der muss stabiler werden. Der muss sich auswachsen. Ausheilen. Ja, nee, er muss erstmal erwachsen werden, damit. Deswegen das ankommt. Er muss. Mein Fuß muss erwachsen werden. Wir laufen jetzt zum Zielplatz. Zum richtigen Zielplatz. Hey Max! Hey Max! Hey Max! So, wir sind im Zielpunkt angekommen. Endlich! Leute! Und hier werden wir Fleisch essen. Nee, ich esse schon, weil ich Hunger habe. Fleisch, Kartoffelsalat. Das ist so geil. Ich muss dringend was essen. Du! Wir alle! Was? Wir alle! Nee, das war deine ruhige Phase. Leute, versauft eure Gelder. Das Fleisch ist cool. Das ist Mehrtagsfleisch mit Mehrtagsbaguette. Jawohl, ja! Hey, du musst aufstehen! Nein, sie hat den von der Bank runtergeholt. Nee, die wollen stinken. Wir werden jetzt, wie heißt es nun mal, genau hier drunter. Gewächshaus. Unter diesem Gewächshaus pennen. Ein halbes Gewächshaus. Und sie bläst. Füllenblasen. Blase. Die Lunge wie ein Brauereipferd. Oh, es ist aber echt schwer jetzt. Brauereipferd. Ja, nee, die haben dicke Ärzte, scheiße. Die Luft geht wieder raus. Nee, ehrlich? Warum bläsen die da erst rein? Oh, hast du das gehört? Ey. Du hast das gestern gemacht, ne? Ob das aus dem Ding kam? Alter, bei dir war das aber ein bisschen härter, kann das sein? Ja. Oh. Du hast noch nicht genug geblasen. Nee, ist wieder rausgeblasen. Das ist grundsätzlich härter. Es ist wieder rausgeblasen. Guck mal hier. Das ist derselbe Feuer von Lagerfeuer-Suffwochenende. Und Osterfeuer-Suffwochenende. Hier vorne ist Mehrtagsfeuer. Das ist für Mörtag geeignet. Geprost! 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 Wer zeigt deinen Arsch? Wer die wichtige Themen heute Abend hier? Wer hat den Ständer? Ja. Gestern war Männertag. Und heute ist ein Tag nach Männertag. Heute ist auch noch ein Tag. Ein weiterer Tag. Das ist voll cool. Wir haben hier geschlafen. Guten Morgen. Erstmal einen guten Morgen Bier trinken. Geprost. Und jetzt wird Essen gemacht. Das hier, das sind Wiener Würstchen. Die sehen voll cool aus, deswegen kommen die auch mit rein.
Das hier, das sind frische Eier. Die sehen voll cool aus. Weil der hier, der sieht so aus. Und dieses Ei, das sieht so aus. Das hat diese Farbe. Ich mag das, wenn die so eine Farbe haben. Das sind richtige voll cool Eier. Das sind originale Eier. Frühstück ist fertig. Yum, 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 yum. Die Nudeln, die schmecken voll cool. Die Wurst auch. Und die Eier? Die Eier sind die geilsten. Das sind richtig geile Eier. Das sind echte Eier. Ich habe gehört, ich werde heute noch eingeladen. Ich werde dich auf den Döner einladen später. Geil. Ja, in meinen Lieblingsdönerladen. Oh ja, ich freue mich. Oh ja. So, jetzt wird Wasser gekocht. Das wird gleich richtig geil sein, wenn das Wasser so aussieht wie meine Eiterpickel in mein Hirn drin. Das sind richtige Empfehlungswertungsblasen, die dann kommen. Mein Tastenschrank ist runtergefallen. Genauso wie mein Zaun. So, das Wasser ist fertig. Und mit dem Restwasser wird jetzt Koffein hergestellt, damit wir gleich Koffein saufen können. Das ist meine Nachspeise jetzt von diesem ausgiebigen Nudelfrühstück mit Spiegelei und Brötchen und Würstchen. Gibt es als Nachtisch Nudeln, Makaroni-Käse-Nudeln. So, der Koffein ist fertig. Draußen in der Natur Kaffee zu saufen ist geil. Das ist immer noch meine Outdoor-Zahnbürste. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt laufen wir zur nächsten Bushaltestelle, weil ich lade sie zum Essen ein. Ja. Wir werden gleich Döner essen. Wir sind losgelaufen und gleich kommt unser Bus. Und es wird gleich so richtig geil sein, Bus zu fahren. Wir fahren bis zur nächsten Ortschaft. Und 9 Pennplätze. Diese Dinger sind richtig geil. Schmecken die? Ja. Wie so ein Bonbon. Wie eine Süßigkeit. Naja, bitte eine Süßigkeit. Die wachsen immer so zu dieser Jahreszeit. Also, ja, so Mai, Juni wachsen am meisten davon. Das ist cool. Ja, an der Haltestelle erreicht. Unser Bus ist nur nicht gekommen und der sollte schon längst abgefahren sein. Und darauf trinken wir jetzt ein Wartebierchen. Geprost. Ich bin feucht. Ich bin ein richtiger Feuchttuch. So, wir haben das Wartebier ausgetrunken und wir haben fast eine ganze Stunde hier gewartet. Und der Bus ist immer noch nicht angekommen. Das heißt, wir werden jetzt zu Fuß nach Bisping hinhumpeln. Und das dauert voll lange, weil mein Fuß durch kaputt ist. Immer noch. Das ist richtige Fußbeschädigung heute schon wieder. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Das wurde alles vollgeschissen von diesen Hühnerköpfen, die hier rumfliegen. Auf dem Baum drauf und so. Das ist alles voll scheiße. Das hier, das ist eine Autobahn. Das ist cool. Guck mal hier. Das hier, das ist ein McDonald's. Und da werden wir jetzt Akkus aufladen gehen.
Oh Scheiße, alle Plätze, jeder Platz, der hier eine Steckdose hat, ist besetzt. Das ist voll scheiße, wir können keine Akkus aufladen. Aber einen kurzen Zwischensnack. Ich habe ein idiotisches Hirn. Wir haben gerade McDonald's gegessen und haben noch nicht mal Strom benutzt. Alle Plätze besetzt gewesen. Die Plätze müssen frei werden. Oder mehr Plätze schaffen. Hier vorne ist schon wieder ein Haus, der Handstand macht. Der steht auf sein Gehirn rum. Das könnte Hirnhautentzündung verursachen. Mehlwürmer sind geil. Da gibt es voll viele davon, die an meinem Gehirn beißen und so. Die nagen da irgendwie rum und scheißen alles zu. Wir sind in Bisping angekommen und ich habe die ganze Zeit gehumpelt, weil ich habe so einen Scheißfuß, der ist immer noch kaputt. Der Fuß muss heile werden. Guck mal, hier vorne sind Gleisschienen. Da fahren Züge durch. So, wir sind jetzt beim Heidegrill angekommen und ich werde Sie zum Essen jetzt einladen. Zum Döneressen. Das wird gleich so richtig schmackhaft. Hoffentlich. Ich bin Döner anspruchsvoll. Hunger. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Dankeschön. Vorsicht, da gab es einen Unfall auf der A7, Kassel Richtung Hannover zwischen Mokelheim und dem Ostland-Siegerturm. Dann auf der A7 Hannover Richtung Kassel, Vorsicht, ein Liegenbleiber zwischen dem Dreieck Hannover Süd und Hildesheim-Blistenstedt in der Baustelle. Ein LKW, der ist liegen geblieben, auf der A28 Oldenburg Richtung... Das ist ein Empfehlenswertungsdöner. Wir haben gerade Döner gegessen. Und jetzt sind wir auf der Suche nach einem Schlafplatz. So, wir gelaufen jetzt nach Richtung da lang. In diese Richtung. Weil ich habe was im Hirn, wo wir vielleicht übernachten können. Na, hoffentlich ist es kein Schwabbelbabbel im Hirn. Ich bin ganz gespannt drauf, ob uns die Wildschweine fressen. Oh Gott. Wenn wir tot sind. So, wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Und wir haben das hier aufgebaut. Hier werden wir heute schlafen. Das sieht zwar genauso bekloppt aus wie mein Hirn, aber genau, das ist unser Schlafplatz für heute. Guten Morgen, wir sind schon wieder wach. Heute Morgen war das voll kalt gewesen, aber jetzt ist schön warm. Weil hier ist voll viel Luftfeuchtigkeit. Morgen. Meine Matratze ist, glaube ich, kaputt. Ich glaube, da ist keine Luft mehr drin. Es hat nicht lange gehalten. Du brauchst eine neue Matratze. Du brauchst eine neue Isomatte. Ich glaube, eine Matte wäre besser als Luft. Ja. Und guck mal hier. Hier zieht die ganze Zeit so ein Wind vorbei. Das ist voll scheiße. Das nervt die ganze Zeit. Das ist immer so ein richtig gekühlter Wind. Guck mal, so sieht unser Schlafplatz von dieser Perspektive aus. Wir haben direkt hier am See gepennt. So, jetzt wird Wasser mit Blubberblasen hergestellt. So, das Wasser ist fertig. Und der Restwasser wird für Koffein missbraucht. Genauso wie gestern. Schmeckt? Aha. Cool. Das ist wunderschön. Kann auch das Spiegel benutzen hier, den Löffel. Und lieber nicht. So, Koffein ist fertig. Jetzt können wir endlich Koffein trinken. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Das ist italienischer Kaffee aus italienischen Koffeinpads. So, jetzt wird
Mittagessen gemacht. Die Nudeln werden jetzt gekocht mit Salz. Jetzt werden Spiegeleier gebraten. Aber Spiegeleier sind voll cool. Besonders wenn die so grünlich aussehen. Weil das sind immer die besten Eier. Die sind voll cool. So, Mittagessen ist fertig. Naturessen. Naturessen ist fertig. Das schmeckt voll cool. Hühnerhäuschen ist gesund. Auch wichtig. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt gelaufen wir zum Bus, zum nächsten Bus, der uns nach Soltau hinführt. In Soltau gibt es dann über eine Stunde Umsteigpause. Und danach geht's nach Bremen. Diese Blattpapieren, diese natürlichen Blattpapieren kann man essen. So, wir sind hier vorne in dieser Bushaltestelle angekommen und gleich fährt unser Bus. Wir sind gerade angekommen im Bahnhof und hier müssen wir noch etwas über eine Stunde warten, bis der nächste Zug kommt und uns nach Bremen hinfährt. Und darauf, dass es länger dauert als eine Stunde, bis der Zug kommt, machen wir hier erstmal eine Bierpause. Geprost! Guck mal, unser Zug kommt hier angefahren. Der fährt aber erst in 20 Minuten los. Hoffentlich. So, wir haben gerade 20 Minuten gewartet. Und jetzt laufen wir in diesen Zug hier rein. Um gleich Zug zu fahren. Ich mag Bäume. Hier geht's zum Männertagsvlog vom letzten Jahr. Da war ich in Dresden am Glockenspiel gewesen und habe mich unter anderem mit Adlerson und seinen Leuten getroffen. Deswegen gibt euch das!